Guten Morgen, wir haben eine unsichtbare. Hey Marco, lass mich mal rein. Eine durchsichtige. Das hat. Nein. Schon gut. Eine durchsichtige Truhe, die finde ich total geil gerade. Und das gibt es in echten Minecraft gar nicht. Und jetzt bin ich gerade dabei, überlegen, ob ich Minecraft verlasse. Aber okay. Rainy ist auch da und guckt dahin total. Hallo. Ja, ich habe gerade meine Milch geschlürft. Na, natürlich. Und. Wir sind noch im Game-Mode. Wollt ihr das nicht vielleicht so umsetzen? Das könnt ihr ja, glaube ich, mal selber sogar schaffen. Oder wir sind hier. Am besten, ihr stellt euch vor und erklärt das mal hier ein bisschen, wo wir hier sind. Auf geht's, du zuerst. Jo, ich bin der Lars und das hier ist unser erster Versuch für eine Minecraft-Battle-Map. Alles aus Obsidian gebaut, damit uns das Ding während der Schlacht nicht in die Luft fliegt und wir nicht immer das Ding dann reparieren müssen. Beide Teams haben eine Base, wo die Leute wieder spawnen, haben eine gewisse Anzahl von Items, die sie benutzen können und ja. Auch mal weiter. Und ich esse gerade. Wie so eine Arena, oder was? Ja, genau. Also einfach, wo man, also Roma, so aus Rom, wo man Waffen bekommen hat und dann geht man in die Arena und tötet alles. Aber Ziel ist ja was ganz anderes, ne? Genau. Und zwar Ziel ist es, da sind so schön zwei gelbe Truhen bei uns versteckt, zwei gelbe bei euch. Da sind ein paar Floppy Disks drin. Wenn ihr dann aufs Inventory geht, wenn ihr die im Inventory habt, geht ihr einfach mal drauf mit dem Cursor und dann seht ihr, wie die heißen. Und die Codes, das ist dann der Code, den ihr in euren Computer eintippen müsst. Und euer Computer ist der links auf der Map. Also wenn ihr da rausgeht, links am Rand von eurer Base gesehen, ist da eine schöne Höhle mit einem Computer drin. Mhm. Ihr müsst beide Codes kriegen und dann habt ihr gewonnen. Dann müsst ihr da noch ein paar Sachen im Bin-Raum erledigen und dann seid ihr durch. Boah, also Capture the Flag in Sci-Fi. Hardcore Nerd Edition. Genau, ja, noch nerdiger. So die Pillow Edition. Und was haben wir hier alles? Boah, Spawn Creeper. Und wir haben Wusste hier zum Beispiel. Aus. Wir haben hier Waffen, Schießwaffen. Das ist total supi. Mach mal auf. Ah, pst, verrat doch dem Gegner nicht, was wir haben. Der Gegner, der es gebaut hat. Ja, das war der Witz. Aber ich muss doch sagen, was wir hier haben, damit die Leute das wissen, weil die wissen ja gar nicht, dass mit diesem Ticket hier auch hier Gewehre möglich verdammt. Sind. Verdammt, verdammt, verdammt. What? Nix. Achso. Einfach nur sagen, verdammt. Wenn ihr bereit seid. Oh mein Gott, ein Speer. Ja, wie funktioniert der Speer? Wollt ihr mir das kurz erläutern? Der ist eigentlich kacke, also der ist nur so aus Designgründen da drin. Ja, man kann ihn werfen, aber der fliegt so 2-3 Blöcke weit und macht kaum Schaden. Also okay, dann kannst aber als Nahkampfwaffe ganz gut benutzen. Im Zweifelsfall immer mit der Muskete draufhalten. Ja, das ist einfach das Beste. Die Muskete. Dann brauche ich okay. Dann haben wir das. Das. Warum sind die jetzt zwei Stück durchsichtig und zwei nicht? Noch das einfach nur so aus optischen Gründen. Oh, fancy. Einfach, McFans. Ja, fancy. Hier wurde viel Arbeit investiert. Wie viele Stunden? 5? Ich verstehe schon. Da wurde meine Hello Kitty Map mehr Arbeit investiert, aber ich glaube, es macht trotzdem hoffentlich Spaß. Vergiss nicht, die ganze Munition mitzunehmen. Die vergisst man leicht. Ich bin bereit. Ich auch. Yep. Ich bin auch bereit. So, wartet. 3, 2, 1 und go, würde ich sagen. Oh, es ist dunkel. Rainy ist da und jetzt gucken wir einfach mal, was wir machen. Ich werde, Rainy steht jetzt da. Ich gehe jetzt Lars, also wir gehen die Sache ein bisschen vorsichtig an, um denen ein bisschen Chance zu geben. Die müssen erstmal herausfinden, wo die ganzen Truhen sind. Krieg! Ist ja besser als Call of Duty. Oh. Hast du dich gerade... Achso, du hast dich... Ach, das bist du, Gate. Och, toll. Ja, leg sie um. Leg ihn um, meine ich. Nicht gut. Und ich bin tot. Nein, ich bin... Jetzt bin ich tot. Ja, wir haben ihn getötet. Ululu. Deshalb spielen alle 14- und 12-Jährigen Battlefield. Das ist so befriedigend, einfach irgendwelche umzubringen. Rainy, komm her, ich bring dich auch um. Wenn wir das Zeug verlieren, warte. Und hey, nu, jetzt haben wir jemanden umgebracht. Was machst du in unserer Basis? Geh weg. Gute Frage, warum bin ich da gespawnt? Oh. Warte mal, pass mal auf. Ululululu. Also, was machen wir jetzt?
Ja, ihr müsst jetzt mal gucken, uns den Inhalt der gelben Kisten stehlen, nachdem ich irgendwie ein bisschen entkommen bin. Aber wir spawnen immer wieder. Genau, ihr spawnt immer wieder, da gibt es keine Begrenzung. Ja, es gibt eine Waffe. Besten wäre, wenn man ganz viele hat, dann kann welche schießen und die anderen können rüberlaufen. So meint ihr das ein bisschen, ne? Ja. So und habt ihr noch vor, mehrere Maps zu machen oder was habt ihr noch vor hiermit? Wenn ihr auf der Minimap, ich weiß nicht, ob vielleicht sieht man das bei euch, oh, dann krass. Auch da hinten ist schon der Umriss für das Schwarz. Wir wollen das so machen, dass man eine hat, auf der man dann immer eine Runde fahren kann. Zum Beispiel, man kann mit dem Minecart dann weiterfahren auf die nächste Stelle von der Map, so in die Richtung. Könnte sich das anbieten und du wirst mich so umbringen. Nein, oh, fuck. Oder auch nicht. Das war knapp. Ich bin bei dem Häuschen ganz weit weg. Echt jetzt? Ah, hast du nicht im Bett geschlafen? Das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Aber geht auch nicht. Ich auch nicht. Dann warten wir jetzt auf euch. Ich bin noch nicht tot. Will mich jemand hinporten? Ja, dann bin ich jetzt mal so sozial und porte dich hierher. Und dann könnt ihr beide dann auch mal schlafen gehen. Aber ich muss den Leuten das nochmal zeigen. Hier ist zum Beispiel die Waffe. Da müsst ihr den rechten Maustaste gedrückt halten. Ja, töte mich ruhig. Ah ne, das ist die Spinne sogar. /TP. Und dann... Und so funktioniert das, liebe Kinder. Dann schießt ihr sie einfach tot und nehmt den ganzen Sachen. Und ich habe... Alter, lass mich doch mal in meinem Bett schlafen. Und nehmt ihr die anderen Sachen auch noch. Gut. Und dann macht ihr das nochmal. Bring mich weg, Enderperle. Das war Skillshot. Ah, schade. Marco, geh mal gerade Backdoor rein, Penner. Ja, dann geh ich gerade Backdoor reingehen, dann schlafe ich da drin. Jetzt kommt hier so ein Spinnen. Sind eigentlich alle wieder in der Map oder immer noch Buffalo? Ich warte immer noch auf, dass mich jemand... Gate, komm, teleportier sie doch mal bitte. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nie jemanden teleportiert. Nie? Okay, dann mach ich. Ich hab vergessen, dass ich das auch kann. Ich dachte nur, ihr könnt das. Ich geh mal kurz schlafen, komm her. Ja, komm, gehen wir jetzt alle mal gerade schlafen. Der Monster ist nearby. Finde ich extrem geil, ne? Ich möchte aber getrennte Räume. Ich bin sehr christlich, katholisch meine ich, und möchte gerne nicht neben Rainy schlafen. Dann bau dir eine Mauer. Das verstehe ich. Nur weil du ein Mädchen bist. Hm. Also sonst habe ich keinen Grund. Könnte ja sonst pervers. So, ich habe ganz viele Sachen von denen weggenommen, Rainy. Das ist echt nett. Ja, ne? Das ist toll. Aber ich weiß nicht ganz genau was. Du bist wie das Kind im Kindergarten. Oh, ein Hammer. Geil. Was der kann, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ihn genommen, weil es ihn zum Angebot gab. Ihr wisst nicht, was ihre eigenen Sachen können? Nö. Jo. Auf geht's. Ich esse nochmal schnell was. Ah, nein. Was? Ich hole mir mal die erste Barrikade von denen. Ihr könnt auch gerne das Dynamit benutzen, nur so als Tipp, ne? Ich hau alle tot mit dem Hammer. Oh ja, stimmt. Dynamit. Taktisch einsetzen. Hä, hey, was habe ich gerade ausgewählt? Gut, dass man die sieht, die. Schneif dich! Verdammt! Ja, sehr gut. Rainy. Aber wir müssen jetzt erstmal um die goldenen Truhen irgendwie kümmern, ne? Ja. Kann man noch einfach so zum Lager der anderen gehen und die so ein bisschen ausrauben? Natürlich. Ja. Leider nicht. Aber nicht? Die nette goldene Druckplatte habt nur ihr. Ja. Also kann man nur uns aus... Aber... Ja. Ihr könnt uns ausrauben. Ich will den Hammer benutzen, du Arsch. Tut mir echt leid. Nein, komm, ich hol mir jetzt eine Truhe. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr bei für euch von der Base aus seid, dann einmal hier links oben. Links unter dem Windschild und einmal rechts bei uns über der Base quasi. Ich verliere das eh alles immer. Blunderbuss-Shot? Da hier, okay, ich sehe es gerade. Dann machen wir das mal. Gate, da kommt jemand. Pass mal ein bisschen auf. Okay. Der raubt uns aus! Nein! Ah! Wo denn? Wo ist er? Der ist bei unserer Truhe. Nein, überhaupt nicht. Wo? Ich campe nicht. Bei unserer goldenen Truhe. Ich weiß gar nicht, wo die ist, deshalb. Ich hab keine Ahnung. Ach, scheiße. Sofort getötet. Nee, das Campen, das ist unsozial.
Nein, nein, ist ja richtig, aber ich wurde gleich getötet und konnte nicht mal einmal probieren. Ist sowieso ein bisschen doof. Wir machen, probieren. Nee, ihr seid ja auch im Nachteil, ihr habt das ja noch nie gemacht und wir wissen auch, wo alles liegt. Also insofern ist es eigentlich nicht die optimale Runde. Ich habe noch gar nicht richtig verstanden mit der. Wir müssen noch erstmal rausfinden, wo eure. Wo die sind, die. Also guck mal, also hier, wo ich bin, siehst du mich? Ja. Hier ist die eine und ich laufe jetzt gerade zur anderen. Die andere kommt hier oben rein. Weil man also sieht, hier. Sieht man nicht mal. Ja. Ui. Ich gebe dir mal einen Tipp, falls wir dann noch irgendwann eine Runde spielen. Mit dem TNT sollst du eigentlich hier den Netherrack wegspringen, weil dann kannst du direkt hier an die Truhe laufen, ohne irgendwie durch den Bunker oder so zu müssen. Ah, man kann doch was weghauen. Ja, ja, mit dem TNT. Rainy, soll ich da mal wegschießen? Rainy sagt nichts. Ja, mit mehr Leuten macht das natürlich mehr Spaß, weil die auch meistens dann abgelenkt sind. Ich sag dir nur so, Obsidian kannst du ja nicht wegmachen. Also, guck mal, also du hast ja oben hier das TNT. Ich hab das jetzt hier gerade. Genau, aber das ja, musst du erstmal zerschlagen, aber das geht ja nicht. Obsidian kannst du ja nicht damit wegsprengen. Damit, das ist eigentlich gebracht, damit du da die Netherrack-Blöcke wegsprengen kannst. Ach so, du, oh, ich hab gar nicht gesehen, dafür, dass da was anderes ist. Ja, weil hier hin zum Beispiel liegen die taktisch, dann kannst du da ohne irgendwie durch da das Tunnelsystem laufen zu müssen, kannst du da direkt an die Truhe rankommen. Welches Tunnelsystem, muss ich gleich mal gucken. Jetzt rächt sich das. Oh nein, jetzt hat der Creeper die Truhe kaputt gehauen. Ja, dann nimm den Inhalt einfach. Nee, geht ja nicht. Warum nicht? Weil ich nicht rankomme. Ja, du musst ja auch von außen ran. Ah. Nicht schlecht. Ich bin jetzt irgendwie... Ah, nein, 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 nein. Hey. Ich wollte mir angucken, was da ist. Das war knapp. Ja, du musst aber... die Truhe ist eh um. Auf ins Wasser, los. Ach, ich dachte, da wäre irgendwas. Juhu, jetzt habe ich eine Diskette und jetzt gucke ich mir gleich mal die Diskette an. Genau. Warum kannst, gibt es eigentlich keine... guck sie dir einfach an, ich knall dich mal nicht ab. Hey, warum knallst du mich ab? Ah, die haben alle die gleiche, ich habe nämlich 4 Stück bekommen. Aber man nimmt ja, genau, eine raus. Ich hab, wir haben extra so gemacht, dass, weißt du, wenn eine weg in die Lava fällt oder sowas, dass du dann nicht direkt verloren hast. Ey, ich will einfach... Oh, Pause. Hallo. Hör doch mal auf mich zu schießen. Ja, ich schieß doch gar nicht auf jetzt dich. Lass dir alle Zeit der Welt. Wo war nochmal der Eingang? Der Eingang, ja, du brauchst erstmal beide Disketten. Brauch ich gar nicht. Ich bin super Hacker. Warum gibt es keine Hose und keine Schuhe? Weil man sonst zu viel Rüstung hat. Die mögen einfach, wenn du untenrum nackt bist. Das kennst du doch, Rainy. Ja, genau. So. Wo sieht die Sache aus? Ich verstehe ja hier. Warte. Dann kommt das. Verdammt! Ja, man hat den Namen ein bisschen durch die Wand. Ja, sieht man halt, klar. Sonst würde ich auch nicht sehen, wann du rauskommst. Oh, überhaupt nicht getroffen. Warum, jetzt lassen wir euch ein bisschen laufen. Ist ja auch Lavaquelle. Geil. Und sie hat den Kill bekommen. Oh nein, Wayne ist mir dazwischen gelaufen, tut mir leid. Oh Mann, ich muss das immer verstehen. Also macht Spaß, was ich könnte mir vorstellen, mehr Arenen ist natürlich geil. Ja, aber ich glaube, man muss auch erstmal ein bisschen Praxis haben, ne? Weil wir haben jetzt schon 2-3 Runden gespielt und deshalb erbauert man halt einfach die Übersicht über die Map. Und jetzt würde ich euch mal einfach die zweite Karte holen lassen, die ist hier drüben. Und Wayne zielt nicht auf mich. Das war so effizient, glaube ich kaum. Ich wollte die werfen, aber ich konnte die irgendwie nicht werfen. Die kannst du ja nicht werfen. Die spawnen da, wo du sie hinsetzt. Das war effizient. Komm mal, also hier die zweite ist oben. Hast du noch einen TNT, Vanny? Ich hab einen Creeper. Ah, der tut den Job auch. Setz ihn mal hier oben auf die Netherrack-Blöcke. Moment. Guck, und jetzt kannst du direkt zur goldenen Truhe, so ist das an sich gedacht. Wenn da nicht die Lava wäre, ja, wie ich. Der ist anscheinend auch weggesprengt. Jetzt kannst du mit etwas Geschick nicht da hinten hin. Ah nein, aua, was hat mir der wehgetan? Entschuldigung. Er ist plötzlich durch dich durchgelaufen. Wenn du mich erschießen willst, jetzt kannst du es. Oh, fuck. Yay. Ach Gott, 4 Leute ist scheiße. Ah, ich will da hoch. Wir brauchen definitiv mehr als 4. Ah! Was machst du? Ich wollte mal diese Ender-Dingens ausprobieren und hab hochgeworfen. Ja, da. Ah! Voll die Lava, oder? Ja, ist eigentlich gedacht, dass du irgendwo drin bist und dann schnell auf deine Seite wieder zurückkommst. Auf die Feindseite, da muss man halt ein bisschen
spielen, ein bisschen üben. Ah, ja, ich wollte einfach da hoch, um von da oben euch zu erschießen. Hast dich selber beklaut, Will? Mich selbst beklaut? Ja, echt? Ach so. Das ist auch Fleisch ist nicht so wichtig. Wir probieren mal Speer auszuwerfen. Dann, was haben wir noch nicht ausprobiert? Halbert. Hellebarde ist gedacht, die kannst du drehen mit der rechten Maustaste. Dann hast du einmal die scharfe Seite, wie bei der Axt, machst du Schaden, halt gegen so ganz normal angekleidete Leute. Und mit der spitzen Seite machst du Schaden, mehr Schaden bei Leuten mit Rüstung. Dafür weniger Schaden bei Leuten ohne Rüstung. Ist halt so gedacht. Gucken wir mal. Okay. Ja, wie gesagt, man braucht einfach ein paar mehr Leute. Kannst mal ausprobieren. Damit ja, er fliegt echt beschissen. Süß. Musste ich da eigentlich rechte Maus oder so? Nee, da helfen. Das ist ja so geil. Nee, halten hilft nicht. Das ist einfach, du sollst sie eigentlich als Nahkampfwaffe benutzen. Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, das Teil. Das mit dem also jetzt ist eure Chance. Jetzt sind wir beide tot, jetzt ist eure Chance, ne? Juhu, ich bin drüben. Auf geht's. Ich glaube an euch. Ich habe eine Diskette, aber ist das unsere? Ich habe eine, ich hab eine Diskette in die Truhe gelegt. Ich darf ja keine abbauen, ne? Nee, komm mal rüber. Nein, nicht in die... Hier, guck mal, wo ich bin. Schnell. Ja? Wie soll ich denn da hochkommen? Hier geht's rein. Hier könnt ihr rein. Einmal rein, bitte. Und in den ersten Stock gehen. Und da ist die Truhe. Hier geht die. Hast du nicht eben gesagt, hier kann man oben hoch? Ja, wenn man es ein bisschen geschickter wegspringt als mit dem Reaper. Dafür habe ich das TT gedacht. Verrückt. Ich glaube, das kann ich mir merken, ohne die Diskette mitzunehmen. Genau, das ist ja auch der Sinn. Dann habt ihr es einmal und wenn ihr dann sterbt oder es irgendwie in die Lava fällt, wie ich gerade, dann ist das gar kein Problem. Ich finde cool, dass das eine da Ente ist. Das finde ich richtig cool. Ich mag Enten. Eine Ente, was? Du redest ja von Enten. Ja, oder stand irgendwas auf einer Diskette mit Enten? Ja, das ist das erste Passwort. So. Und wo muss ich eingeben? Wo war das da oben irgendwo noch? Aber die brauchen die anderen auch noch, ne? Ja. Denk dran. Zwei braucht ihr. Ja, ich hol die andere schnell mal. Genau, und dann einfach Rainy hier. Da vorne? Einmal hier rein, bitte. Boah, die dumme Tür will mich verarschen. So. Da ist noch ein Obsidian. Lustig. 4-2-5-6-3-4-2-5-6-4. Einfallsreich. So. Du brauchst nicht die Codes, du brauchst den Namen. Nein, darunter steht ein Wort. Oh. Du brauchst den Namen. Das Wort, das da steht. Also die mit Nummern wollten wir hier keinen quälen. Wäre auch lustig. War da eben Ender-Typ? Nee, das war meins. Ja. Juhu, schnell eingeben. Ihr gewinnt. Lars, was waren unsere Passwörter? Gute Frage. Ich weiß es. Achso, der Reihe nach. Nee, ist halt so gedacht, dass dann später, wenn da noch ein paar mehr Maps sind, dass dass man dann dadurch durch den Wind gleichzeitig eine Dings, wie heißt es, Minecart-Stelle freischaltet und dann kann man zur nächsten Map fahren. Also dieser Schalter wirkt mir etwas suspekt. Ich will den jetzt nicht drücken. Du kannst ihn gerne drücken. Ich drücke auch den euren. Er will den Code nicht annehmen. Lost. Nimm doch nicht an. Doch, ich bin doch durch. Das kommt drauf an, welche Tür. Welche Tür probierst du, Lost? Nein, denn? Die erste ist so. Champ. Die erste ist Champ. Die nimmt er auch nicht an. Du musst. Die geht nur kurz auf. Die geht wieder zu, Gate. Wahrhaft, Sperr. Offen. Die erste ist Champ, die zweite Lost. Oh, war der First Code. Ich dachte, dann. Naja, was soll's. Nee, ist aber auch böse. Ich meine, wann habt ihr. Ihr habt das ja vorhin erst runtergeladen, Tacket, also insofern. Aber warum muss ich auf Escape dann drücken? Warum geht nicht einfach weg? Geht das nicht? Geht nicht. Escape ist halt beim PC ist hier Menu Close. Ja, aber einfach, dass es automatisch weg. Ja, okay. Geht nicht. Ist auch, wenn du programmierst, ist das. Also, wenn du was bei denen programmierst, ist das so. Und nu? Nu? Habt ihr gewonnen. Oh, wir haben es nicht gesehen, nicht aufgenommen. Ja, ihr könnt es nicht aufnehmen, Alter. Aber ich kann auch mal, wenn ich eures in die Luft jage, zeigen. Dann seht ihr das. Wenn du es dann zeigen willst. Ich mach's gerade. Warum muss ich das nochmal eingeben, um wieder rauszukommen?
Ja, das kannst du nicht deprogrammieren, dass ich da, also du musst dann einen Loop reinprogrammieren. Kann man nicht machen, dass am Ende, wenn man den Hebel macht, dann irgendwie rausgeschossen wird und zugucken kann, wie die anderen kaputt gehen? Nee, das geht nicht. Ich weiß, das ist so eine. Halt zumindest jetzt mal auf Epic drauf. Okay, warte. So. Okay. Jo. Das ist nichts so episches. Nein! Du hast dich für das Team geopfert. Hier, tränke mich. Geht soll ich nicht. Dich hinrichten? Nein, okay. Das mache ich schon selbst. Kannst du gerne eine Runde schwimmen gehen. Amok laufe. Hä, wer haut mich? Achso. Gib mir mal... Ist das, ich halte das für leicht suspekt, dass du damit auf mich zielst. Du hast vielleicht keine Munition. Doch, er hatte Munition. Yes. Wieso treffe ich nicht? Obwohl das, das Kreuz genau auf dich ist. Greta. Ah. Verdammt, ist das ungenau. Verdammt. Richtig schwer damit zu schießen. Manchmal trifft man, manchmal nicht. Ist halt luckabhängig. Ich glaube, es ist Zeit zu rennen. Schnell, töten wir ihn. Cheetah-Boss ist schon unterwegs. Habe ich einen getötet? Nein. Hey. Ah. Was ist denn jetzt los gewesen? Das war die Enderperle. Verdammt, ich habe mich getötet durch die Enderperle. Deshalb ist plötzlich verschwunden. Ja, aber Minecraft traue ich dem nicht. Manchmal ist es nämlich so, da passiert irgendwas und das war's. Oh, wie unfair. Genau. Halt sie auf, während ich hier ihr seid jetzt Waffe im extremen Vorteil, ich habe keine Waffen mehr. Oh, Spinne. Sehr gut. Besser, das ist nicht fair. Lass uns rübergehen und sie töten. Ja, einfach bin mit. Ich für. Nein, hallo? Das ist nicht fertig. Das sind bestimmt Nuklearwaffen oder so. Jetzt bin ich aber aggro. Lauf rein, mach sie tot. Sehr gut. Was war das denn für ein Geräusch? Irgendwie ah, Gaty ist, Gaty ist unten, Gaty ist what? Immer noch unten. Haha! Wir wollen hier rein. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir bei eurem scheiß Tür rein? Oder darf man bei eurer Tür nicht rein? Da ist keine. Das ist ja unfair. Ah, ey! Verdammt! Nicht mal das funktioniert. Oh, hallo. Hallo, Scheiß. Scheiß Creeper. Ah. Oh. In der eigenen Base. Aber bei uns kann man immer rein. Das war der Unterschied, nicht wahr? Ja, ist halt eigentlich ein Unterschied. Nee, war doch so, oder? Also man kann... Ja, bei euch kann man rein. Eigentlich bei also sag doch mal die Unterschiede. Also die bei unserem, da kann man leichter rein, aber wir haben was genau. Für einen Vorteil? Ihr habt stärkere Waffen, mehr Waffen vor allem. Also ihr habt, könnt öfters sterben an sich. Das hat... Ja, man sieht sich im nächsten Leben. Tschüss, Gate. Nee, das war's für euch. Geh weg, Gate, geh weg, renn weg. Die haben Nuklearwaffen. Nein! Das sind die Russen. Wow. Verdammt, euch hat's gar nicht erwischt. Ja, aber ich habe alle anderen abgebaut. Your home was missing or obstructed. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt richtig doll gewonnen, total ja, gewonnen. Das war der totale. Seid ihr jetzt total euch. Weg? Gehört das Server oh mein Gott, uns. Gate, komm mal. Oh mein Gott. Das ist ein kleines Dilemma passiert. Nimm mich runterschmeißen. Aha. Oh yeah, komm. Looten. Komm, das machen wir noch größer. Aber erstmal die Sachen wegnehmen hier. Warte, komm mal hier. Geil. Ja. So, wie zünden wir das an? Warte, wir müssen jetzt nur sehr schnell wegrennen, Gate. Und zwar jetzt. Versucht's. Ich baue mich einfach mit noch mehr... Ist das ekelhaft? Das ist, macht total Angst. Ja, das ist halt... Deshalb zündet das auch so lange. Aber die Zeit reicht trotzdem nie, um wegzukommen. Oh, hier bist du übrigens nicht... Nee, das ist normales Glas. Da bist du nicht... Wow. Ja, bist du aber.
Aber nur ich sterbe. Hallo, warum sterbt ihr nie? Das ist voll unfair. Das ist voll unrealistisch. Wow. Oh Gott, guck mal, wo ich gelandet bin. Wow. Oh. Ich lebe noch. Ja, alle mein. Ich nehme an, dein Ticket wurde gerade überlastet. Und hat nein, sich, ich wurde gekickt, weil ich angeblich geflogen bin. Wie das aussieht. Interessant. Okay. Hallo Benny, na, du bist auch aufgewacht, hattest einen Albtraum? Lass uns rausgehen. Dumm, die dumm, die dumm. Na, wo sind denn die anderen? Huch. Die sind alle im Loch gestorben. Ich glaube, ich baue mir ein Grab. What the fuck? Ich mache schön F1. F1. Ja, drück diese F-Sachen, die ich dir immer sage. Okay. Ich, ich vertraue dir, du wirst schon recht haben. Alles wollen auch. Oh mein Gott, da hinten stand mal was. Seht ihr das? Stand mal. Ist das geil. Das, yay! Ich hoffe, das nächste. Fuck yeah, ich habe das Wasser getroffen. Sie hätten eigentlich mal machen sollen bei Minecraft 1.4 jetzt alles, was hier drauf ist. Was sind wir schon bei 1.4? Ja, ich habe schwarze Materie. Wie geil ist das denn? Dann bin ich rückständig. Was kann ich mit der machen? Schwarze Materie? Ja, da. Ich möchte gerne auch fliegen können. Ach, Dark Matter, das ist so Erz, damit kannst du dir im Singleplayer einen Ring machen, mit dem du fliegen kannst. Oh, cool. Wie cool. Warum ist alles viel cooler als... Naja, okay. Wo bist du denn überhaupt, Benny? Ich bin in das Loch gesprungen. Ja, aber wo... Da, ich sehe dich, warte. Ich versuche es jetzt auch mal, aber zu überleben. Das wird aber schwer. Du bist noch im normalen Modus, musst runtergesprungen. Ah, durchs Wasser? Mhm. Ja, ja. Okay, ich probiere es. Oh, ist das geil. Ich habe Enderperlen. Oh mein Gott, ich habe überlebt. Wow. Habt ihr eigentlich schon mal eine Minecraft Jump'n'Run Map gespielt? Das wird knapp, das wird knapp. Das war zu knapp. Ich habe überlebt und kann dir jetzt deine Sachen wegnehmen. Und das waren Indigo-Blumen. Oh, geil. Und Dark Matter. Ja, ich habe dir extra Blumen mitgebracht. Oh, das macht sonst keiner. Doch, ich habe vom Weihnachtsmann Essen geschenkt bekommen. Aber der hat immer Hintergedanken. Der du musst übrigens noch mal reingucken. Ich hab dir auch was in deinen Raum geschickt. Alle schenken mir was. Yay. Boah, sieht das... Hallo. Ganz ehrlich, ich habe Minecraft noch nie so geil gesehen wie jetzt gerade. Das ist einfach nur eine Bombe gewesen. Aber wenn man sich hier umguckt, leider tut mir leid, Leute, dass mein Computer so schlecht ist und das nicht so flüssig macht. Aber es sieht so geil aus. Ich kann nicht trösten, bei mir sieht man die Explosion auch nicht ganz. Das ist bei mir, ab irgendeinem Punkt lädt es auch bei mir einfach... Es tröstet mich aber nicht, das bedeutet nur, dass ich noch einen besseren Computer brauche, um überhaupt ansatzweise hinzukommen. Rainy, wollen wir im Dorf dieses Loch nachbauen? Okay. Mit der Hand. Guck mal, aber lass uns das machen. Wir machen bei Ipoto so ein richtig, das Loch von Sparta oder so. Guck das mal, ist es, so oder? Hier. Wenn du so hoch guckst, sieht das Schwarze da, das ist Obsidian, aus wie so ein Mond. Ja, stimmt. Finde ich schön. Ah, okay, jetzt ist plötzlich wirklich Mond gekommen. Jetzt ist plötzlich dunkel geworden. Gekommen. Jetzt ist es plötzlich dunkel geworden, meine ich. Das ist das cool. Jetzt wird es wieder hell. Ich habe lieber hell gemacht, sonst legen euch die Creeper um. Die ich gespawnt habe. Das könnte auch eine Map sein. Achso, ja. Oder? Ich meine, da kann keiner weglaufen. Das ist einfach eine Map und eine der Maps. Ich bin ja so Freak von Jump'n'Run Maps. Ich glaube, das bietet sich an. So eine Jump'n'Run-Map cool. Hier raus. Aber die ist schon so Copyright bei mir, weil ich habe das ganze Nuklearzeug gesetzt. Also ich will schon 50% des Anteils. Du bist Creative Editor. Anteil des Lobs. Des Verdienstes. Ja, du bist Creative Editor und ja, ich schreibe dir dann, ja, ich schreibe dir jeden Tag ein Lob. Und das sieht aus wie so ein Tempel. Ja, aber man könnte das so richtig mit so springen und. Was macht sie da schon wieder? Oh, Road of TNT. Jetzt mal nochmal zurück zur Frage: Hast du schon mal so Jump'n'Run Map richtig gespielt? Nein, ich habe noch keine Map richtig gespielt. Deshalb. Na, oh. Und es waren einmal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Leute, 3, das 4. Gibt einen. Ja, der Server ist eh nicht von mir. Also den hostet nicht mein Computer. Was macht ihr gerade? Oh mein Gott! ich hab so Angst, das wird gleich wieder abstürzen. Ja. Ich will weg. Nee, ich hab das wirklich. Das ist für mich ein Albtraum. Das ist für mich ein Albtraum. Dieses Weglaufen vor etwas,
Aber dann wiederum auch geil, wenn es so ein riesen Taifun wäre, nicht Taifun, sondern Tsunami oder so. Und dann kann man noch weglaufen. Ach ja. Oh mein Gott, ich schaff's nicht. Ich guck mal hier einfach. Oh mein Gott, als ob dass nichts auf mich zukommt. Oh mein Gott. Irgendwie fehlt ein Plan bei mir.